ist also das Sanctum-Stadion. Täusche ich mich oder ist die Luft hier wirklich ziemlich abgestanden? Oh, hier ist es wirklich unheimlich. Selbst ich bin hier noch nie gewesen. Soviel ich weiß, sind nur sehr wenige unversehrt von hier zurückgekehrt. Dort wartet das Team, das noch besser spielt als das ewige Licht und die uralte Finsternis. Los, gehen wir! Und damit, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier in Inazuma Eleven Go Schatten. Ein allerletztes Mal heiße ich euch hier willkommen bei diesem Let's Play. Im letzten Part haben wir gegen Tezcats Mannschaft gespielt und nachdem ich hier mit meinem Lichtspielstand mich verbunden habe, geht's nun gegen die ultimative Mannschaft, gegen Zero. Was uns hier erwarten wird, das werden wir sehen. Willkommen im Stadion von Sanctum. Wir haben schon auf euch gewartet, Mannschaft von Raimon. Gestattet mir, euch euren Gegner vorzustellen. Euren Untergang. Die ultimative Mannschaft. Geopfert, um uns Überlegenheit zu verschaffen. Was? Ja, Tezcat. Genug! Lasst uns das Spiel beginnen! Diese letzte Schlacht wird der Abschluss von Projekt Zero. Ja, ich muss aber auch hier sagen, man hätte es ein bisschen, ja, weiter vertiefen können hier im Aftergame, weil das wirkt irgendwie gerade alles so plötzlich, wenn ich mal die letzten Parts mir jetzt so anschaue, was so vermittelt wurde. Hat zwar, ne, die Basis, die stimmt, habe ich das Gefühl, weil das ziemlich interessant ist hier, habe ich ja schon gesagt, die Story mit dem Sanctum, mit der Geschichte der uralten Finsternis, sagen wir jetzt mal, und jetzt hier mit Fifth Sector und dem ewigen Licht. Aber irgendwie hätte man da ein bisschen mehr Story reinpacken können, sagen wir jetzt mal. Bring den wahren Fußball zurück, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern mit euch zu sprechen, wie es ausschaut. Gut, ich habe hier alles rettig. Ich würde hier, glaube ich, nichts verändern an unserer Aufstellung, oder? Ich könnte Victor mal reinbringen, aber nö. Nö. Warum? Warum denn auch? Muss nicht sein. Gut, dann reden wir mal mit euch. Was habt denn ihr zu sagen? Mark Evans hat mir vor langer Zeit geholfen, als ich in einer Art Krise wegen meiner fußballerischen Fähigkeiten steckte. Aus diesem Grund möchte ich den Kindern helfen, die jetzt in der Patsche sitzen. Ich möchte ihnen den wahren Fußball vermitteln. Das kannst du ruhig, mein lieber Nathan. Aber bitte, lass diese blöde Lauftechnik. Dankeschön. Hey, Frost. Zero ist wirklich nicht. Warum redest du und ich musste vorher vorlesen? Egal. Und zwar schnell. Genau. Beim Fußball geht es um mehr als nur ums Gewinnen. Das hat Mark mir vor langer Zeit beigebracht. Jetzt sind wir dran. Mhm. Es hat halt nur ein bisschen irritiert hier, ne? Muss ich jetzt Jack, wieder? Nein. Du warst auf der Toilette, ja? Klar. Und du, Arian? Ja, Trainer. Gut, dann los. Zeigt ihnen, was Raimon auf dem Kasten hat. Aha, versteht ihr, Wallside, weil der voll ängstlich war und dauernd sich in die Hose gemacht hat und bla bla bla.
Warum kann man die einen vorlesen und die anderen nicht, weil da schon synchronisiert wurde? Das irritiert mich jetzt gerade. Das tickert mich ein bisschen. Habt ihr euch noch mal die Mägen vollgeschlagen, weil ich fett bin? Okay. So, aufgepasst. Keine Alleingänge, klar? Ihr seid eine Mannschaft. Also spielt zusammen. Ja, hört auf Jude. Es ist gut, wenn man weiß, dass die Mitspieler ihn immer unterstützen. Ist ja das erste Mal, dass man sowas von dir hört, Stonewall. Ha, na und? Ich darf doch wohl auch mal ab und zu was Nettes sagen. Was für ein gruseliger Ort. Dankeschön für deinen Input. Und jetzt geht's los. Wir sind geheilt. Let's go, würde ich hier sagen. Fußball bestimmt den Wert eines Menschen. Wer nicht gewinnen kann, der kann auch niemanden beschützen. Arian, kannst du jene beschützen, die dir am Herzen liegen? Tescott, ich... Victor, ich habe den Tag herbeigesehnt, an dem ich endgültig meine Rechnung mit dir begleichen kann. So, so. Hast du das, ja? Lasst uns euch die Macht demonstrieren, die wir durch langes und hartes Streben erlangt haben. Leute, ich zähle auf euch. Zeigt denen, was Raimon wirklich kann. Ihr seid wirklich unsere Nachfolger. Die neue Raimon-Mannschaft. Habt ihr verstanden? Ja, Trainer! Trainer Evans, Freunde, ich werde euch nicht enttäuschen. Wir nehmen die Herausforderung an. Wir vertreten Raimon und wir sind stolz darauf. Das schaffen wir. Es wird Zeit, den Fußball zu befreien. Ich frage mich auch von der Story her, von der Timeline. Es hatte so gewirkt, dass der Kampf gegen die uralte Finsternis noch vor dem Finale war. Heißt das jetzt hier gegen Team Zero nach dem Finale ist, weil, ne, lasst uns den Fußball befreien. Wir haben zwar schon Fifth Sector zerschlagen, allerdings hier im Hintergrund läuft das ja noch und jetzt müssen wir endgültig das, was noch übrig geblieben ist, zerschlagen. Kann ich mir das so vorstellen? Naja, Touchband bereit, I'm ready natürlich. Level 65. Joa. Mit welcher Musik? Okay. Hätte man auch von der Lichtmannschaft jetzt mal einfügen können. Naja, ich will mich nicht beschweren. Musik ist allemal sehr, sehr nice. Gut, dann schauen wir uns hier. Ja, das hat auf jeden Fall schon was. Hier 223. Da kann ich es schon eher verstehen, dass der Torhüter Bälle halten wird. Und hier Abwehr. Da eher weniger. Wenn wir uns irgendwas entgegensetzen können. Haben zwar auch wieder gute Techniken drauf. Und hier vorn. Ja, allerdings, ne, nicht vergessen, wir haben schon über 200 Annahme mit unserer Torhüterin. Und noch ein Kampfgeist, der dazu kommt. Und ich glaube auch über 100 Technikpunkte. Eigentlich müsste da unser Torhüter, unsere Torhüterin ziemlich reinhauen können. Sanctum Stadium. Und ich musste ja auch bei der ganzen Szene hier an die Szene aus dem Film denken, die dann ein bisschen over the top wurde, sagen wir jetzt mal. Die, die den Film schon gesehen haben, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Was ein bisschen irritierend ist. Vielleicht gab es da irgendeine Erklärung zu, aber ich weiß nicht mehr so recht, wie da die Erklärung war und warum auf einmal das alles passieren konnte. Schauen wir mal, kann ich noch schießen, kann ich noch schießen? Yes. So, Technik schaut gut aus. Jetzt haben wir mal ein Version 2. Na, wo? Ja komm, Version 2. 60 Punkte, ne? Das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Technik, die wir haben. Und der hält ihn nicht. Das macht Sinn, dass der Ball jetzt reingeht. Gut gemacht, Kaiser. Oh yes. So schießt man Tore, meine Lieben. Genau so und nicht anders. Ja, ja.
Wie unschön. Das war ja der wie unschön Typ. Ja, komm, Gabi. Gabi. Schnappe dir den Ball oder halt nicht. Beilong, jetzt. Was passiert jetzt schon? Achso, nur dass die Kampfgeister kommen, okay. Okay, dann passiert die Fusion doch. Hätte mir das ein bisschen später vorgestellt, aber so kann es auch gehen. Werde Zeuge der Verbindung unserer Kampfgeister, Artus Paladin des Lichtes. Eine Kombination aus weißem Drachen und Exodus? What? Hätte aber auch einen gewissen Impact, wenn es die Fusion vorher nicht gegeben hätte. In der Story nicht. Schauen wir mal, ob das hier noch so gut gehen wird. Haben wir schon einen Kampfgeist eingesetzt? Ich glaube nicht. Es könnte spannend werden. Tezcat gegen Dynamic. Oder ich probiere es mal mit Aitor. Weil an sich sollte der Kampfgeist jetzt hier nicht durchkommen gegen einen Dingsbums-Typi. Wenn er es bis dahin überhaupt schafft, ne? Jetzt hat er eh schon ziemlich viele Punkte vergeben hier. Sia. Jetzt heißt es gegen Aitor. Komm schon, Aitor. Spiel dich nicht. Spiel dich nicht, auch wenn das ein Spiel hier gerade ist. Komm schon. Und? Yes. Cosmo Confusion! Gut gemacht, Aitor. Hätte ich auf jeden Fall dem Spiel zugetraut. Ja komm, schießen wir einfach mal. Dass Tezcat hier zwischen den Kampfgeistern gewonnen hätte. Viperbiss! Hyper, hyper! Den hält er sicher. Yes. Naja, aber er hat auf jeden Fall Punkte vergeudet. Was macht Gabi so weit vorn? Naja. Und ihr könnt zweimal raten, genau nur zweimal, warum es vorher diesen Cut gegeben hat, diesen Merkwürdigen. Ich nehme gerade das Ganze hier um 21 Uhr, kann man sagen, auf. Und ich habe es ja eh vorher angesprochen, die Situation mit meinem Papa. Ja, der ist gerade um diese Uhrzeit wieder aufs Klo gegangen. Erstens mal, da wollte ich sowieso nicht kommentieren daneben, wenn ich eh höre, dass der auf dem Klo ist. Weil bei seinem Zustand weiß ich nicht, dass das bringt ihm wahrscheinlich noch viel durcheinander. Was ziemlich blöd wäre. Besonders jetzt in der Nacht. Und ja, beim Zurückgehen, ich glaube mal, er hat es jetzt wirklich zu seinem Zimmer geschafft. Aber er hat natürlich gleich bei mir wieder versucht reinzugehen. Das ist halt teilweise richtig ekelhaft, muss ich leider sagen. Weil da fühlt man sich überhaupt nicht wohl in seinem Zimmer. Das ist halt das Schlimme an der ganzen Situation. Das ist eigentlich das Haus, unsere Wohnung ist eigentlich mein einziger Rückzugort. Besonders auch mein Zimmer. Und wenn ich mich da nicht mehr wohlfühle, da wird es wirklich an der Zeit, dass ich hier ausziehe. Weil so, wie schon gesagt, geht das überhaupt nicht. Deswegen wird mir das Ganze hier zu viel. Weil das ja auch noch dazukommt. Naja, aber das Thema hatten wir schon. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt hier dann ausziehen werde. Indeed, indeed. Auch wenn es wahrscheinlich wieder eine stressige Zeit wird, ne? Es wird wahrscheinlich eh genau in dem Zeitraum passieren, wo ich mein Praktikum habe. Aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Naja, auf jeden Fall habe ich auch daneben mal auf meine Liste geschaut, was ich so an Themen noch aufgeschrieben habe. Es sind zwar noch ein paar Themen da, die ich eigentlich gerne angesprochen hätte, aber eines möchte ich hier noch in der zweiten Halbzeit ansprechen. TV, wir gewinnen sicher, genau der Ovoface. 1-0, schauen wir mal, ob wir ein 3-0 bekommen hier. So.
Wobei sein Kampfgeist gar nicht mehr so durchkommt hier. Besonders hier mit Doppelboden kann das schon ausreichen hier. Yes, auf Tibi ist Verlass. Naja, ein Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist das allerletzte heute damals. Nämlich meine Ausbildung, was ich so gemacht habe. Ich habe ja am Anfang von meinem Licht-Let's Play... Ach, come on. Habe ich ja... Komm, Aitor, dankeschön. War ja, glaube ich, in den Sommerferien von... Ja, wo es den Übergang zwischen Schule und Studium gab. Warum hat er das geschafft? Obwohl ich was eingesetzt habe, oder habe ich es gar nicht eingesetzt? Naja, dafür hat er keine Punkte mehr. Naja, es war der Übergang zwischen Schule und Universität. Weil ich da ja gerade mit der Schule fertig geworden bin und dann ab dem Herbst habe ich ja dann die Universität besucht. An unserer Universität natürlich. Und komm, ja. Mit Kaiser vielleicht, wobei ich glaube, der steht gerade im Abseits. Naja. Und diese Universität, das Studium habe ich ja eigentlich nur ein Jahr lang besucht, zwei Semester, wobei ich da eh fast nichts gemacht habe, weil es mich nicht wirklich so interessiert hat. Und dann, am Ende kann man schon sagen, von meinem Touren-Let's Play, von meinem Licht-Let's Play, da war, glaube ich, schon die Entscheidung getroffen, dass ich mein Studium wechsle und vielleicht schon darauf hinarbeite, auf die Aufnahmeprüfung von dem Studium, was ich heute noch ausführe. Und das hat sich bis heute so durchgezogen und ich bin jetzt mittlerweile schon im siebten. Das siebte Semester beginnt in ein paar Wochen für mich. Und dass das geht noch, wie lange? 8 Semester Bachelor und dann nochmal 2 Semester drauf mit dem Master. Dann habe ich die Studiumszeit wirklich hinter mir. Natürlich gibt es dann immer wieder dann die Fortbildung und alles drum und dran, was ich dann noch so besuchen muss, dann als Lehrer. Aber ich bin eigentlich mit dem Studium fertig. Was dann auch noch eine spannende Zeit wird. Das kommt eben jetzt das nächste Jahr wahrscheinlich eh noch hinzu, weil nach meinem Bachelor könnte ich ja rein theoretisch schon mit den Arbeiten beginnen und nach einer Schule mich umsehen. Aber ich kann halt noch nicht fix angestellt werden, weil dafür bräuchte ich dann den Masterabschluss. Also anfangen zu arbeiten könnte ich schon nächstes Jahr. Eigentlich eh schon in einem Jahr. Bin ich eigentlich mitten in den Vorbereitungen, kann man sagen, in einem Jahr. Was, ja, die Arbeit betrifft, die neue. Oder aber, da weiß ich eben noch nicht, wie weit die sind mit unserem Studium, weil die sind sehr, sehr inkompetent, sagen wir jetzt mal, die Verantwortlichen. Eigentlich müsste das schon von Anfang an feststehen, wie das Studium ausschauen wird, das Bachelor, die 4 Jahre. Und das Masterstudium müsste eigentlich auch schon fertig sein, wie das ausschaut. Aber die wissen wahrscheinlich heute noch nicht, obwohl eigentlich in einem Jahr das Masterstudium zum allerersten Mal anfängt, wissen die wahrscheinlich heute noch nicht, wie genau das ausschauen wird. Und das ist halt schon ziemlich inkompetent, muss man ehrlich sagen. Und auch ziemlich peinlich, aber ja... Das ist mir mittlerweile schon so wurscht geworden. Ne, vor allem, es ist eh jedes Semester das Gleiche. Man muss sich ja für die ganzen Seminare und so anmelden. Und da gibt es natürlich immer wieder Komplikationen, weil die halt so inkompetent sind, um irgendwie ein gescheites System aufzustellen, ein Anmeldesystem. Und da denke ich mir mittlerweile nichts mehr. Wenn ich irgendwie zu langsam bin oder so und in einer Gruppe auf der Warteliste stehe, ist mir das mittlerweile sowas von wurscht. Ich bleibe auf der Liste, ich gehe dann auch einfach zu den Terminen hin. Ist mir wurscht. Und schreibe immer auf die Anwesenheitliste, die man ausfüllen muss, schreibe ich halt dann auch dauernd meinen Namen dazu. Ist mir wurscht. Die spielen sich die ganze Zeit mit uns. Aber das ist sowieso wieder ein anderes Thema. Da könnte ich Stunden von labern, weil das ist schon ziemlich, ziemlich peinlich, was die da immer teilweise machen. Ich glaube, vorher war auch wieder was.
wo ich gerade nachgeschaut habe, bis mein Papa endlich fertig ist. Oh, ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr. Naja, aber mal das zu dem. Ja, ist auch interessant, ne? In meinem Licht-Let's Play gab es ja die Übergangszeit zwischen Schule und dann Studium und dann eigentlich auch die Übergangszeit zwischen Studiumwechsel, kann man sagen, ne? Von meinem alten zum neuen Studium. Und heute, das, was ich eigentlich damals am Ende, kann man schon sagen, vom Licht-Let's Play gesagt habe, was ich vorhabe, welches neue Studium ich anpacken möchte, heute bin ich immer noch da und studiere das. Nicht, weil ich irgendwie länger brauche, ich habe eh alle überall bestanden, bei jedem Seminar, bei jeder Vorlesung und so. Aber es ist halt ein Studium, was so lange dauert. Ah, das muss ich jetzt noch sagen. Ich habe auf die Seite geschaut, wo die ganzen Neulinge draufstehen. Auf der Seite von unserer Hochschule, da stehen die nächstes Semester anfangen. Und ich glaube, ordentliche Studenten hat man 80 aufgenommen. Und ich glaube, außerordentliche Studenten waren, glaube ich, auch so um die 80 rum. Bei uns haben sie ja damals noch so blöd herumgetan mit, oh, 200 Plätze sind nur frei, also deswegen das Aufnahmeverfahren und so. Und da haben dann eh jetzt schon so viele aufgehört. Ich glaube, mittlerweile sind es vielleicht zwischen 90 und 100 Studierende in unserem Jahrgang. Und wenn die jetzt erst mit 100, 160 anfangen, da werden wahrscheinlich wieder extrem viel flüchten, weil die einfach teilweise ziemlich gestört sind. ekeln eigentlich viele Studenten weg. Das habe ich schon mittlerweile gecheckt an unserem Studium. Das wird dann halt auch ziemlich schlecht ausschauen, vor allem, weil ja bei uns ziemlicher Studentenmangel herrscht. Und auch dann später Lehrermangel, aber das ist denen alles wurscht. Naja. Aber im Vergleich zu dem, was ich da jetzt im Moment privat durchleben muss, ist das mir sowieso alles sowas von Schnuppe. Sowas ärgert mich nicht mehr. Sowas zieht mich sicher nicht mehr runter. Naja, wir haben Zero 3 zu 0 übrigens besiegt. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die wieder von Macht labern und alles drum und dran. Wir haben verloren. Aber wir waren doch die perfekte Mannschaft. Oder etwa nicht? Naja, das Wort perfekte Mannschaft oder die Bezeichnung habe ich in diesem Let's Play, glaube ich, jetzt schon dreimal gehört. Bei drei unterschiedlichen Teams. Also muss man schon aufpassen, was man da immer als perfekt sagen möchte, weil perfekt ist. Mein ganzes Leben habe ich dem Streben nach unendlicher Macht gewidmet und dennoch. Bailong, ihr versteht nicht, worum es beim Fußball wirklich geht. Man spielt Fußball nicht, um stärker zu werden. Fußball schafft Freundschaften und gibt Selbstvertrauen. Das ist die wahre Stärke einer Mannschaft. Das macht den Fußball so wunderbar. Du glaubst also, was wir wollten? All unser Denken war fehlgeleitet? Aber was ist Fußball ohne Macht? Wie können wir so irgendeinen Wert haben? Fußball sollte nicht den Wert eines Menschen bestimmen. Fußball baut einen auf, wenn man traurig ist. Er gibt Kraft und macht einen froh. Und er soll Spaß machen. Ich habe ja die Geschichte erzählt von meinem Ferienjob und dem Fußball, ne? Genau das, was Erwin gerade gesagt hat, ist bei mir zu 100% eingetreten. So ist schon spannend, wenn man so selber Verbindungen aufbauen kann. Spaß machen? Nun, da du es erwähnst, es gab eine Zeit, als ich Fußball zum Vergnügen spielte. Es ist so lange her. All die Jahre strebten wir nur nach grenzenloser Stärke, wie es von uns verlangt wurde. Aber vielleicht lagen wir falsch. So ein Humbug! Zero, erhebt euch wieder! Stellt euch Raimon erneut! Nehmt sie auseinander! Also wenn
du, Mr. Pinky, so blöd herumtust und die uns jetzt nochmal herausfordern, sage ich dir, das, was dein Kollege da, dein Cinquidea-Kollege erlebt hat im Finale, das wird dann bei dir passieren und deinem, ach so guten Zero-Perfektions-Team. Oh. Also, halt die Klappe, sonst gibt's eine Klatsche. Hört ihr die Zuschauer? Was hört ihr da? Ich höre Jubelrufe. Sie freuen sich über unser Spiel? Genau. Fußball soll fröhlich sein. Wie dieser Jubel. Es war ein tolles Spiel. Oh. Unser schönes Sanktum. Es ist aus. Victor, wenn wir uns erneut gegenüberstehen, werde ich siegreich bleiben. Versuch es doch. Arion, ich wollte dir klarmachen, dass Fußball die Stärke eines Menschen zeigt. Aber dann hast du mir etwas gezeigt. Nun weiß ich, dass Fußball Spaß machen sollte. Ich danke dir. Aber nicht doch. Du hast mir auch geholfen, stärker zu werden. Also danke dir. Ich freue mich sehr. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft. Und da gehen wir einfach wieder. Solche Momente... Die neue Raimon-Mannschaft ist wirklich ziemlich gut. Solche Momente... Ich wollte Frost hier nicht unterbrechen. Gab es ja, glaube ich, in dem Spiel schon ein paar, oder? Es wirkt so out of place, wenn irgendwas passiert, eigentlich man sich noch etwas erwartet, dass die will Audacity wieder nicht. Das hat sich übrigens zu damals anscheinend jetzt auch nicht geändert, dass die Technik wieder ein bisschen herumspinnt. Aber das hatte ich ja eh schon angesprochen. Naja. Tescott gibt uns einfach wahrscheinlich etwas, was ihm sehr viel bedeutet, und wir gehen einfach wieder. Ohne irgendwas zu sagen, wir gehen. Das wirkt so out of Excel Place, ich kann es euch nicht sagen. Klar, aber wir waren trotzdem besser. Wir haben einfach mehr erreicht, finde ich. Ha, die Armen. Denen fehlt einfach ein unbändiges Supertalent, wie ihr es damals hattet. Träum weiter, Caleb. Das Wichtigste ist, dass der Geist von Raimon niemals sterben wird. Ja, Raimon und der Fußball werden niemals untergehen. Tschüss, Tescott! Es war wirklich ein Riesenspaß, mit dir Fußball zu spielen. Vielen Dank, Arion. Leb wohl. Ja, und das war's mit einem weiteren epischen Abenteuer, meine lieben Leute, mit Inazuma Eleven Go Schatten. War ein sehr, sehr spannendes Let's Play für mich, voller Throwbacks, Nostalgie, und es hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht hier. Ach ja, hat extrem viel Spaß gemacht. Wie es weitergehen wird, das steht noch in den Sternen, momentaner Stand. 19.09.2018 für mich. Galaxy wurde noch nicht fix angekündigt, deswegen möchte ich da noch nichts fix sagen. Für den sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall, dass Galaxy überhaupt nicht mehr rauskommt, wird hier mit den ganzen Touren noch weitergehen. Wenn Galaxy rauskommt, ist das hier beendet, dieses Let's Play. Und mein allerletztes Let's Play in meiner YouTube-Karriere, das allerletzte Projekt auf YouTube, wird dann
Inazuma Eleven Go Galaxy heißen. Ach ja, aber das steht noch in den Sternen. Falls ihr euch fragt, wie es mit weiteren Wii Let's Plays ausschaut, ich habe auf jeden Fall noch vor, irgendwann mal die anderen Spiele zu zocken. Das können wir dann in den Streams machen, weil die Livestreams gehen ja dann auf Twitch noch weiter, nach meiner YouTube-Karriere. Da werde ich wahrscheinlich die Spiele dann nochmal spielen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das jetzt in unmittelbarer Zukunft machen werde oder etwas später. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt irgendwie Bock habe, den Anime zu spielen oder einfach jetzt mal privat die anderen Spiele nochmal durchzuspielen. Kann alles passieren. Ich weiß jetzt noch nicht. Kann ich ja noch nichts fix sagen. Sorry. Naja, was ich aber fix sagen kann, ist, dass das Projekt hiermit zu Ende ist. Was jetzt den Hauptteil betrifft, sagen wir jetzt mal. Also Hauptstory plus Aftergame. Und falls die Touren es noch werden, das werden wir sehen, wenn Galaxy einfach nie angekündigt wird. Und falls Galaxy angekündigt wird, wird Galaxy kommen. So einfach ist das. Ich sage aber hier ein allerletztes Mal, Leute, ein sehr, sehr schönes Let's Play geht hiermit zu Ende. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. War sehr, sehr spannend. Und ja, macht's gut, Leute. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Baba.